will das Game haben, Mann, aber will das nicht bezahlen, na. Darum crackt an dein Terraria, an dein crackt Terraria, an dein crackt Terraria, an dein crackt Terraria, an dein crackt Terraria. Sie will das Game haben, Mann, aber will das nicht bezahlen, na. Darum crackt an dein Terraria, an dein crackt Terraria, an dein crackt Terraria. Sie liebt das Copyright. Wie kann's an dein Wagen, sonst ist sie doch super nice. Wenn du das Spiel haben willst, zahl doch den fairen Preis. Die Entwickler stecken da viel Liebe rein und Fleiß. Aber an dein Shruggt, nur wen juckt dieser fucking Scheiß. Ich spar doch nicht für so'n Spiel, ich spiel es lieber gleich. Sie spielt Raubkopien, das ist Gangster, so wie Tommy Wright. Undyne ist ein Schwerverbrecher, das ist nicht alright. Sie crackt sogar mein Spielbar, das ist ja voll ne Sucht. Der muss Überstunden machen, ihr Antivirus. Nächster Plug kommt herbei, gechillt und sagt dann, und? Mal wieder nice und cracken, das ist richtig gesund. Terraria, cool, hab ich auch schon mal versucht. Irgendwo am Rechner, der ist immer so verkruscht. Er hat Jay-Z's gesamte Diskografie gemutscht. Es will mit von Dateien, bei GTA ist der Goku. Dann schickt er an dein brasilianische Raubkopien. Undyne findet's nice, sie tut sie sofort ausprobieren. In Pokémon Weiß trifft sie Professor Eich. Was zur Hölle, der Typ ist doch alt. Das ist Kunst, Herr Raubkopiererei. Besser Pluck und Undyne sind so Hardcore-Fly. Jede einzelne Datei auf dem Rechner kostenfrei. Das ist krasser Geiz, Elfes könnte echt weinen. Undyne verkauft Raubkopien, sie wird reicher als die Schweiz. Undyne crackt Terraria, sie will das Game haben, Mann, aber will das nicht bezahlen, na. Darum crackt Undyne Terraria, Undyne crackt Terraria, Undyne crackt Terraria, Undyne, Undyne. Sie crackt Terraria, Elfes. Sie kann es nicht aushalten, ja. An deine Screen von der Crack-Scene. Elfes rastet total aus, sie attackiert sie. An deine ist nicht vorbereitet, sie muss sich zurückziehen. Elfes erklärt jetzt den Copyright-Krieg. Elfes rekrutiert Soldaten. Pepperish stimmt dir zu, er weiß noch, als alle ihn mit seinen Gedichten verarschten. Sie verbreitet denn einfach ohne Einstimmung seine cringy Sachen. Elfes überzeugt die Tammys, jetzt greifen sie zu den Waffen. Man sind das viele Tammys, sieht echt schlecht aus für die Piraten. Aber Undyne konnte Sense bringen, er hatte mal Ice Age 2 runtergeladen. Besser Fokus, sie kriegt Strategien auf Lip Jam. Elfes muss sich aber in die Bücherei begeben. Sie verschwenden Zeit, die Piraten, Guerilla schmiede Pläne. Nessa Pluck hält sich heimlich in Elfes Computer. Und da tappt Elfes, sie gönnt sich gerade Torrents mit Manga-Sans. Leak die News an die aus der Welt. Jetzt hört jeder, diese Elfes ist ein Fake. Yeah, sie ist ein Fake. Sie ist ein Fake, oh yeah, oh yeah. Und ein crackt Terraria, sie will das Game haben, Mann. Aber will das nicht bezahlen, Mann. Darum crackt er ein Terraria. Thank you.